meine zwei Big Learnings bisher beim Launchen meines eigenen Fair Fashion Modelabels, wo du bei dem einen niemals gedacht hättest, dass ich da mir so viele Gedanken beigemacht habe. Nummer 1, am Tag des Launches habe ich mir vorgenommen, mir den ganzen Tag Zeit zu nehmen, falls irgendwas auf der Webseite schief geht. Ist dann ja auch so passiert, wir hatten Probleme mit dem Hoster, haben ein Backup gemacht, die Seite gelöscht, nochmal neu aufgespielt, um das Problem zu beheben. Hat das so geführt, Launch statt um 10, um 3:30 circa war, was also gut war, dass ich da die Zeit hatte, aber für danach hätte ich mir auf jeden Fall irgendwas zu tun suchen sollen, denn danach wartet man einfach nur auf Bestellungen. Und wenn da ein paar Stunden nichts kommt, dann sitzt man da wie so ein Häufchen Elend und fragt sich, funktioniert die Seite nicht, wollen die Leute nicht kaufen oder so. Sonst was, bis dann halt wieder jemand was kauft. Nummer 2 ist ein bisschen komplizierter, weil ich habe versucht, darauf zu verzichten, irgendwelche Gender-Sachen auf meine Seite zu packen, also zum Beispiel Damenschnitt oder so, sondern habe da halt nichts zugeschrieben. Dann klein in die Beschreibung zum Beispiel Unisex geschrieben, wenn es ein Unisex-Schnitt war, damit man dann eine andere Größe bestellt. Hat jetzt schon dazu geführt, dass 50% der Leute erstmal die falsche Bestellung machen und dann im Nachhinein verändert haben. Was grundsätzlich möglich ist, also ich kann die jetzt manuell ändern, die haben mir eine Mail geschickt und. Aber so löblich mein Vorhaben auch war, werde ich jetzt mir das überlegen, wie ich da irgendwie noch eine Beschreibung reinpacke. Aber ich weiß noch nicht wie. Trotzdem bin ich einfach mega happy, dass ich mir jetzt diesen Traum hier erfüllt habe von einem kleinen Mode-Fair-Fashion-Label. Hast du irgendwelche Träume? Erzähl mir davon.